So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Link's Awakening, das wird der letzte Part dieser Aufnahmesession. Dann haben wir wieder ganz schön viele Folgen aufgenommen. Uiuiui. Das letzte Mal haben wir den 6. Dungeon begonnen und bereits die stärkeren Krafthandschuhe bekommen. Was sehr gut ist. Weil wir jetzt hier ordentlich weitermachen können. So. Da oben muss ich nicht rum, ne? Ne, das ist die Sackgasse gewesen. Aber ich kann da runter. Genau. Das war der falsche. So. Gut. Dann können wir jetzt hier mal Geld holen. Und... Achso, das war auch schon, das ist nur fürs Geld. Okay. Das war nur fürs Geld. Alles klar. Jetzt haben wir ja endlich einen Schlüssel dabei und können damit bei der Schlüsseltür weitermachen, wo wir bisher hängen geblieben sind. Bumm. Na, hier kommen wir jetzt ja durch. Sowohl nach links als auch nach rechts. Machen wir erstmal nach links. Wow, ich habe alle verfehlt. Ich sollte mich einfach löschen. Ich finde das voll lustig, dass man den tragen kann. Fan. Großer Fan. So. Ah, hier komme ich wieder nicht durch. Weil das Ding falsch rum ist. Super. Was erzählst du mir? Spring auf die Säulen, um voranzukommen. Ja. Ist gerade schlecht. Ach so, außerdem haben wir im letzten Part uns mit den Pferdeköpfen rumgeschlagen. Davon wird es hier nochmal einen Abschnitt geben. Freue mich jetzt schon drauf. Mensch, was wird da nur drin sein? Ich hätte einen kleinen Schlüssel. Wer hätte das erwartet? Nach dem Signalton. So. Ah, damit haben wir schon zwei. Ach, cool. Wir müssen jetzt aber den Dings umschalten. Ja, okay. Ja, hab ich blöd gemacht. Dann müssen wir halt einmal zurück. Oder ist hier ein Schalter? Wir können erstmal da reingehen. Dann haben wir ja Glück und da ist ein Schalter. Irgendwo in der Nähe, sonst muss ich halt nochmal zurücklaufen. Wäre dann halt auch nicht so dramatisch, aber... Ist jetzt nicht unbedingt mein Hauptwunsch. Oh, Mittelboss. Hi. Der ist lustig. Aua. Der muss... Man muss schneller als er an dem Viech... An die Kugel kommen. Und dann... Bäm. Und dann... Bäm. Oh. Man muss halt die Kugel möglichst weit werfen, damit man ihn damit treffen kann. Damit man nicht kürzer braucht als er. Coole Idee, nicht sehr schwierig. So. Juhu. Aber es kommt einfach kein Schalter, ne? Das ist furchtbar. Hä? Hä? Hä, wie geht das denn? Okay. Das ist ja mysteriös.
gehen wir halt erstmal hier runter. Aua. Ach, Mann. Das war der falsche Knopf. Wenn wir schon einen Bumerang haben, können wir ihn ja auch nutzen. Hätte ich gesagt. So. Ah, jetzt muss ich ihn wieder aushalten erstmal. Naja, muss man jetzt halt warten. Passiert nichts. Ist auch nicht gefährlich. Man muss halt einfach nur warten. Na, in die Ecke stellen und es passiert einfach nichts. Schild raus. Fertig. Easy. Easy going. So, zack. Wait, warum geht das nicht? Dann eben so. Juhu. So. Immer noch keinen Schalter gefunden. Au. Kann ich den mit Pfeil und Bogen kaputt machen? Oder wie ist das? Oder geht er gar nicht kaputt? Nee, okay, du gehst nicht kaputt, ich hab's verstanden. Ich geh halt nicht kaputt. Wenn du meinst. Dann geh halt nicht kaputt. So. Oh, toll. Das sind wir jetzt ein bisschen bald, ne? Aber wir haben schon mal den Bossraum gefunden. Nützt mir nur nichts. Gut, wissen wir, wo der ist. Wieso gehe ich immer erst zum Boss? Es ist unfassbar, ne, wie ich das immer wieder schaffe. Dass ich immer erst beim Bossraum lande. Mann. Ich kann den ganzen Weg... Ach nee, ach ja, wir waren hier. Natürlich. Stimmt, so weit, so weit waren wir ja gar nicht. Ah, jetzt kommt der Quatsch. Ah, ihr seht ja, was kommt. Okay, vielleicht haben wir ja Glück und ich krieg's hin. Und verstehe, wie es geht. Keine Ahnung. Ich muss halt irgendwie wieder über die Ecke werfen. Oh mein Gott. Ey, wenn der da oben landet, raste ich aus, ne? Das kann er anscheinend nicht. Oh, best. Perfekt. Perfekt. Oh. Viel besser als das andere. Viel besser als das andere. Njooms. Aua. Njooms. So. Ach, guck mal. Das ist jetzt natürlich auch interessant. Weil wir haben nur zwei Krüge. Ah. Gewusst wie. No. So. Was? Mein Gott, diesmal haben wir genug Bomben, aber warum? Will das nicht. Ach, friss halt. Oh, ich hasse euch, ne? Ganz vergessen, dass die hier wieder... Dass die hier nochmal auftauchen. Und komplett vergessen. Hab ich komplett vergessen. Ernsthaft? Da gibt es überhaupt nicht den Kopf zu schütteln. Komm hier rüber jetzt. Ah. Was ist das? Wow.
Wow. Nice. Hey, Digga, nice. Jetzt habe ich dich. Habe ich mir gedacht. Na endlich. Oi, 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 oi. Diese blöden Viecher, ne? So, jetzt gehen wir erstmal. Ne, jetzt gehen wir erstmal hier entlang. Ah ja. Habe ich den Schlüssel? Ich habe den Schlüssel. So. Tschüss. Da ist mein Schalter. Sehr schön. Muss ich doch zurücklaufen. Hallo? Lull. Okay. Dann eben so. Gut, jetzt könnten wir schon zum Boss, aber wir haben ja noch ein paar Truhen vor uns. Ja, das haben wir gerade schon festgestellt. Dankeschön. Das ist wie immer eine riesige Hilfe gewesen. Oh nein! Oh nein! Ich kann nicht... Oh, ist das jetzt dumm. Muss ich den ganzen Weg nochmal laufen? Oh, das ist jetzt ja blöd. Na gut, dann sind wir jetzt allerdings... Ja, naja, es ist okay. Wir sind jetzt gleich hier, wo ich das hier machen wollte. Das ist okay. Dann haben wir das gleich gemacht. Ist es in Ordnung. Kann ich mitleben. Was? Okay, hier gibt es einen gratis Balsam. Sehr gut. Sehr gut zu wissen. Wie bin ich eigentlich... Na toll, aber dann bleibt die Truhe jetzt die ganze Zeit über zu, weil wir nicht hinkommen. Ach ja, hier kann ich jetzt... Genau. Komme ich jetzt hier durch oder führt mich das wieder zurück? Okay, das führt mich immer zurück. Na gut. Haben wir noch irgendwas übersehen? Das da. Ach so, ja, das war das, wo ich jetzt gerade gesagt habe, oh nein, ich komme nicht zurück. Genau, deswegen muss ich den Weg ja nochmal laufen. Genau. Ah, Mann, Mann, Mann. So, so, zack. Gut. Also hier hoch. Durch. Diesmal ohne getroffen zu werden. So. Gewusst wie. Ja, hätte man es gewusst, wäre man gleich da oben durchgelaufen, aber man weiß ja nie, wo man hin muss. Ah, da kann jetzt ja auch nichts Wichtiges mehr sein, weil wir kommen ja schon zum Ende. Ja, ist doch gut. Moment, ich brauche das ja gar nicht. Für die Truhe. Ah, sehr schön. Geld ist immer gut. So, machen wir jetzt die Figur oder porten wir uns einfach an den Anfang mit unserem Lied? Fan. Ja.
ganz ehrlich, alles, was recht ist. Dafür haben wir das Lied ja. Dann machen wir den Quatsch hier nicht. So. Jetzt haben wir bis auf die Truhe alles gemacht, ne? Sehr schön. Bomben haben wir genug. Die brauchen wir für den Boss. Und dann kriegen wir das ja heute noch locker hin. Sehr schön. Ein letztes Mal hier durch. Ein letztes Mal hier drin failen. Oh mein Gott. Runterwärts. Und rüberwärts. Und hochwärts. Null. Runtergeschmissen. So. Ab dafür. Das ist ein cooler Boss. Ein Gesicht. Hey, soll ich dir einen Tipp geben? Also gut, bewirf mich auf keinen Fall mit. Hoppla, jetzt hätte ich es fast verraten. Dämonenfratze. Ja, ist Aua. Das sind natürlich Bomben. Die er nicht mag. Oh, da hat die Bomben verschoben. Ist ja frech. Ach, die Dinger verschieben die Bomben. Aua. Ah, jetzt geht das los. Toll. Nee! Genau da. So, jetzt aber. Bam. Bam. Wie gesagt, der ist lustig. Und das war's. Hör mir gut zu. Sollte der alte Wind für jemals aufwachen, wird alles auf dieser Insel verschwinden. Hörst du? Alles. Auch du. Keine guten Aussichten. Wir machen trotzdem weiter. Hatchy Badge. Die Korallentriangel ist unser. Was ein krasses Lied. Gebirge, ein Ruf aus den Bergen. Juhu, die Monster auf Kokolint befürchten, dass der Windfisch bald aufwachen wird. Sie sind mächtig und könnten die Insel erobern und ihre Feinde zerstören. Dieser Tag könnte schon nahe sein. Geh nun zum Bergturm, fliege wie ein Vogel. Ja, das können wir noch nicht. Wie ein Vogel fliegt, habe ich noch nicht, ne? Wäre mir aufgefallen, dass ich wie ein Vogel fliegen kann. So, ich will aber jetzt eine Sache probieren. Ganz schnell. Ich hoffe, ich komme von hier aus dahin. Ganz fix. Ja, komm ich perfekt. Perfekt. Nämlich das, was ich schon die ganze Zeit vermutet habe. Was hier unten die Muschel ist.
Weil wenn es das jetzt nicht ist, dann habe ich keine Ahnung, wie ich hier unten an die Muschel rankomme. Ich nehme an, ich kann das Ding hier hochheben. Kann ich nicht. Ha! Aber sprengen kann ich es ja auch nicht. Dann habe ich nach wie vor keine Ahnung, wo hier die Muschel sein soll. Mist. Großer Mist. Nein, da wollen wir nicht rein. Aber hier oben reagiert es ja da gar nicht, oder? Das ist es ja. Hier oben reagiert es. Es geht nur um das Untere. Genau hier. Aber aufgebuddelt haben wir da schon 3000 Mal alles. Das Walross vielleicht nochmal? Oh mein Gott! Alles klar. Gut. Was lange währt, wird endlich gut. Das Eckchen hier kann weckchen. Uff, so. Auch das kann weg. Auch das kann weg. Dann bleibt wirklich nur noch das Gebirge. Alles andere haben wir abgefrühstückt. Sehr nice. Ich hoffe, ich habe hier nicht irgendwas übersehen. Ansonsten haben wir halt ein Problem. Weil ich hier nicht unbedingt nochmal zurückgehen werde. Na, das ist hier alles ja eigentlich für mich jetzt abgefrühstückt. Kann natürlich sein, dass ich da irgendwo was übersehen habe. Aber soweit jetzt erstmal die Nummer. Jetzt gucken wir mal, ob es schon für die nächste Belohnung reicht bei den Muscheln. Ich glaube es aber nicht. Kann ich mir irgendwie noch nicht vorstellen. Da wollte ich hin. Aber wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das reicht noch nicht. So. Ja, noch nicht. Fehlt noch ein bisschen was. Fehlt noch ein bisschen was. So. Dann gucken wir doch gleich nochmal ins Dorf zurück. Zum Spielautomaten. In den Shop. Zum Angeln. Wir müssen nämlich sowieso ins Dorf. Auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie man als Spieler dahin geleitet würde. Ich weiß halt zum Glück, wo es weitergeht. Wir sind ja jetzt ziemlich kräftig. Wir können damit auch gewisse Dinge tun. Da kamen wir vorhin noch nicht hin. Und... Ach ja, hierfür brauche ich dieses Lied. Ich bin ja komplett dumm. Habe ich wieder vergessen. Unglaublich, der Gockel lebt ja wieder und nett scheint er auch zu sein. Yay! So, und der folgt mir jetzt. Eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht, ob der mit den Hühnern interagieren kann. Okay.
Und ihr habt ja schon gehört, ne? Fliege wie ein Vogel. Das werden wir dann auch tun. So. Jetzt gehen wir aber erstmal hier rein. Haben wir hier was Neues? Nö. Okay. Dann halt erstmal nicht. Gut. Achso, wahrscheinlich würde Ulrira einem helfen, wenn man... Wie ich den immer angreife? Ich will das doch gar nicht. Wahrscheinlich würde Ulrira einem helfen. Ach, oder muss ich... Ich bin blöd. Ich bin doof. Ich muss die aktuelle Figur erstmal loswerden, bevor ich eine neue bekommen kann, ne? Wo war denn der Goomba? War der bei mir? Yes! Ich bin so eine Nuss. Und jetzt ist natürlich da eine neue Figur drin. Alles klar. Alles klar. Wo kommt denn der Stachel hin? Ich habe keine Ahnung. Aber gut, dann machen wir das halt mit der... Wow, ich dachte schon, der fällt raus. Dann machen wir das halt mit der Zeit. Nee. Stachelfigur. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung mehr, wo der hin wollte. Ich meine, es sind alle nur hier in diesem Bereich gewesen, die Figuren, ne? War der nicht auch bei uns im Haus? Piranha-Pflanzen? War hier noch irgendwo eine? Oh nee. Jetzt müsste ich da echt das Suchen anfangen. Hat Ulrira eine Figur? Cheap, cheap. Hat er eine Figur? Oben sind noch ein paar Figuren, ne? Hier. Shy Guy. Huhu. Komm schon. Pokey. Natürlich finde ich genau wieder den einen nicht, den ich brauche. Was haben wir jetzt noch für ein Häuser? Für Häuser? Die Bibliothek haben wir noch. Ach, hier drin natürlich. Oh Gott, guten Morgen. Hier haben wir natürlich auch noch Figuren. Komet. Hat der da drüben eine extra Figur? Nee, ne? Oh! Ja, danke! Danke, lieber Detektor. wäre ich hier nochmal reingegangen. Oh mein Gott. Gut, dass wir die Figuren... Ich wäre hier niemals nochmal reingegangen. Eieiei. So, haben wir hier noch eine Figur? Nee. Hatte der da unten noch eine Figur? Oder waren in Zoodorf waren keine Figuren, oder? Das wäre ja richtig blöd. Aua. Hat er eine Figur?
Nein. Oh Gott, wo gehört denn die Stachy-Figur hin? Hat er eine Figur? Nein, hat er irgendwas Neues? Außer dumme Sprüche hat er nichts mehr, nein. Wo haben wir denn noch Figuren-Possibilities? Hat Boris Figuren? Ich dachte, die waren alle in Mühlendorf, die Figuren. Boris, hast du Figuren? Nein. Hat die komische Hexe da unten Figuren? Die da? Ist ja keine Hexe. Die hat den Balsam, der gemacht hat. Nein, die hat auch keine Figuren. Aber Aria wäre mehr noch eine Hexe. Hat die Figuren? Die eigentliche, wirkliche Hexe. Hat du Figuren? Nein. Wait, wieso ist da eigentlich... Wieso kommt der da eigentlich raus? Ist da irgendwas drin? Ah, dann würde der Sensor losgehen, ne? Nee, da komme ich auch nicht rein. Was, wer könnte noch Figuren haben? Dr. White? Wait, wir haben hier das Herz dann noch gar nicht geholt. Wieso habe ich das nicht markiert? Ich habe es komplett vergessen. Dass ich dran denke. Das wäre wieder so eine Sache, die ich wieder ewig gesucht hätte. Ei. Stimmt, ich hätte ihn jetzt gar nicht... Ich hätte ihn einfach rüberfliegen können. Richtig. Wir können ja gerade einfach fliegen. Guten Morgen. Ja, aber wo ist denn jetzt die Stachy-Figur? Wo musst du die jetzt her? Der Figur, der hat auch keine Figuren. Ich werd bekloppt. Hat das Telefonhaus Figuren? Nein. Was habe ich jetzt für ein Haus übersehen? Ich bin doch 100% jetzt einfach blind an der Stachy-Figur vorbei. Ich bin mir 100%ig sicher, dass wir es schon haben müssten eigentlich. Welche Figur habe ich denn jetzt wieder übersehen? Ich Nuss. Gibt's doch nicht. Der Angler, da kann ich nicht ins Haus. Oder? Kann man da ins Haus? Nee. Hä? Ich geh nochmal bei uns rein, aber da habe ich doch alles abgefrühstückt. Das hier war, weiß ich nicht. Piranha-Pflanze. Die haben wir gerade besetzt. Eine andere Figur ist hier ja nicht. Wo kommt denn der Stachy hin? Welches Haus habe ich jetzt vergessen? Oder ist doch in Möwendorf, sind auch da Figuren. Ja, komm, wir gehen nach Möwendorf. Wir gucken da mal kurz um. Uns da mal kurz um.
Sonst würde mir nichts mehr einfallen. Richard würde mir noch einfallen. Hatte Richard Figuren? Oh no. Hatte Richard Figuren? Bitte nicht. Hast du Figuren? Nee, du hast keine Figuren. Du Figuren? Hast du eine Figur? Figur? Aber wir haben mit dem noch gar nichts gemacht, oder? Der hatte weder was mit einer... Ach, die Lupe! Lass das gefälligst! Hä? Okay. Hau ab. Mit dem Raum haben wir eigentlich noch gar nicht. So richtig irgendwas anfangen können, ne? Oder hätte mein Sohn jetzt anhand der Lupe irgendwas sehen können? Das Bild oder so, keine Ahnung. Ich hab ihn dabei. Ich hab ihn dabei. Aber danke, dass du mich darauf hinweist. Okay. Aber du hast auch keine Figur. Naja, bleibt ja wirklich nur Richard. Mir fällt echt kein anderes Haus mehr ein. Oder ich habe halt in Möwendorf einfach, war ich einfach blind und habe auch was übersehen. Ey, jetzt suche ich hier... Oh, warte! Das haben wir noch nicht gemacht. Ta-da-da-da! Komplett vergessen. Wieso habe ich mir denn sowas nicht markiert damals? Oh mein Gott, ich bin so lost, ne? Hier im Wasser eigentlich noch irgendwas? Ich sehe spontan nichts. Okay. Nee, ich sehe spontan nichts. Richard! Hast du Figuren? Warte mal, die Frösche hier. Kann ich hier auch den Krötenrap spielen? Ja, aber es ändert nichts. Aber er hat auch keine Figur. Wo muss der Stachy hin? Das gibt's doch nicht. Ich hab doch schon wieder irgendeinen Quatsch gemacht. Ich hab doch hundertprozentig schon wieder irgendeinen Blödsinn gemacht jetzt. Es gibt doch sonst keine Häuser mehr, die man, wo man, oder? Der Shop hat keins. Oder hat der doch eins und ich hab's noch nicht gesehen? Nee. Nee. Hier oben war ich doch drin. Hier drin war auf jeden Fall... Hier drin war doch keine Figur. Das wäre ja komplett bekloppt. Nein.
erstmal einsperrt. Jetzt gehe ich nochmal hier rein, aber da war die Pokey-Figur, die Buhu-Figur. Das einzig Positive, was ich daraus ziehen kann, ist, dass wir das eine Herzteil im Wald noch mitgenommen haben und die Muschel im Wasser. Ah. Also die sind wirklich nur hier in Möwendorf, die Figuren. Immerhin auch das wissen wir jetzt nochmal. Meine Herren. Meine Herren, ey, ich werd bekloppt. Ja, guck mal, da ist ein Buhu. Oh oh, das haut nicht hin. Na. Ja. Aber er wird jetzt runtergezogen. Nein, wird er nicht. Mist. Okay. Ja, ja, ja. Zu bald. Der kommt nicht zurück. Ah! Aber der rollt jetzt runter. Okay. Schieb. Ja. Oh weia. Der wird noch weggeschoben. Nein. Als bleibt er da liegen. Ja, jetzt wird er nicht mehr. Okay, jetzt wird er nicht mehr berührt. Na gut, dann halt so. Ja. So, du bist mein. Zack. Der kann auch nicht mehr rausfahren, der ist viel zu fett. Klopp. Nein. So. Eieiei. Der war. Wo war der? Ich glaube auch oben bei dem Typen. Irgendwo hier. Yes. Wie kannst du dich anziehen und trotzdem lächeln? So. Wir verschönern das Dorf immer mehr. Was haben wir jetzt? Irgendwas. Ich erkenne es von hier aus nicht. Ja, ich habe doch Lust auf ein Spielchen. Ich will es doch nur weiter drücken. Gott! Nein! Oh! Ah, ist der Cheep Cheep. Der kommt zu Urira. Ja. Mann, 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 ey. Wehe. Brav. Nein. So. Der war hier. Ab dafür.
mit wasserfester Farbe. Ach, geh aus dem Weg. So. Jetzt Komet. Na, es ist nicht ganz Komet. Aber es ist wieder da hinten. Oh Mann. Da dreh ich doch wieder gleich durch. Das könnte hinhauen. Ja, greif zu. Yes. Ah, der rutscht seitlich raus. Ah, der rutscht seitlich raus. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott. Sehr schön. Perfekt. Perfekt. Nein. So. Ja, damit. So, wo wollte denn der Blooper hin? Viele Häuser gibt's ja nicht mehr. War der bei mir? Ich habe ja noch ein paar. Ne, hier war die Piranha-Pflanze. Dann ist der auch oben. Dann ist... Ah! Oh. Ah! Oh. Dann ist er auch hier oben. Shy Guy. Pokey. Nicht, dass ich wieder was hier übersehe. Mehr Flächen gibt's hier nicht, ne? Okay. War hier noch eins? Ja, aber das ist ja Komet. Bin ich schon wieder überfragt. Da ist noch eine, die habe ich nicht gesehen. Oh mein Gott, da ist der Blooper. Ja, alles klar. Die habe ich nicht gesehen vorhin. Mehr sind jetzt hier aber wirklich nicht, ne? Nee, okay. Eieiei. Unfassbar. Sag mal. Bin ich jetzt am Huhn hängen geblieben, oder was? Oh, da ist der Shy Guy. Nice. Der ist jetzt immerhin einfach. So. Der wird doch gar nicht... Passt der überhaupt rein? Ja, toll. Der wird ja überhaupt nicht da drin. Oh. Jetzt rollt der auch noch auf das Ding, dass er bewegt wird. Es ist sein Ernst. Das kann der doch gar nicht greifen jetzt mehr. Wie soll das denn jetzt gehen? Wie soll der greift doch jetzt den Rubin oder nichts mehr. Ja, der kann gar nicht zugreifen. Ja. Toll. Super. Doch gar nicht mehr greifen. Doch, jetzt ging er runter. Jetzt ging er runter. Ne, das ist wieder nicht richtig gegriffen. Ja. Ich glaube, den kann er nur greifen, wenn er steht, ne? Sollte das jetzt einfach lassen und neu reingehen. Oder kann er den sich irgendwie noch... Den kann er wieder nicht krallen. Toll. Ne?
Wenn es jetzt nicht geht, gehe ich raus. Ja, nerv mich nicht. Was ein Quatsch. Betrug ist das. Kompletter Betrug. Dann setzt halt keine so fette Figur hier rein, Mann. Die kann sich keiner holen. Ja, das müsst ihr jetzt hinhauen. Wehe. Bleib drin, mein Freund. Okay, sieht gut aus. Yes. Eieiei. Fettes Fieder. Frag bloß nicht, was sich unter der Maske verbirgt. Das ist eine gute Frage. So. Nix. Ab dafür. Die Maske hat Löcher für die Augen, aber warum sieht man nichts darin? Oh, oh. Shy Guy is empty. Empty Soul. So. Keine Figur mehr. Okay. Erstmal wieder fertig. Sind ja auch noch zwei Dungeons. Insofern. Haben wir das jetzt mal aufgeholt. War ja auch der letzte Part dieser Aufnahmesession. Danke fürs Zuschauen. Und speichern. Speichern. Tschüss. Ja.